In diesem Video gebe ich dir einen kleinen Einblick in die Hepatitis C. Die Hepatitis C ist eine durch das Hepatitis C-Virus verursachte Infektionskrankheit beim Menschen. Sie zeichnet sich durch eine hohe Rate der Chronifizierung bei bis zu 80 Prozent der Betroffenen aus, die im Verlauf zu schweren Leberschädigungen wie der Leberzirrhose und auch dem Leberzellkarzinom führen kann. Die Übertragung erfolgt parenteral über das Blut. Eine Therapie der chronischen Hepatitis C, also die vollständige Viruseliminierung, ist in den meisten Fällen nicht möglich. Eine Impfung gegen Hepatitis C gibt es bisher noch nicht. Bei etwa 30 Prozent der Erkrankungen lässt sich im Nachhinein der Infektionsweg nicht mehr sicher nachvollziehen. Erhöhte Infektionsgefahr besteht für Konsumenten von Drogen wie Heroin, die intravenös konsumieren und dasselbe Spritzbesteck mit anderen Konsumenten teilen. Auch Tätowierungen und Piercings sind bei Verwendung verunreinigter Instrumente ein Risikofaktor. Häufige Infektionswege sind die Verletzung mit spitzen und scharfen Instrumenten bei gleichzeitiger Übertragung kontaminierten Blutes. Die Inkubationszeit liegt zwischen zwei Wochen und einem halben Jahr. Die Diagnose erfolgt durch Nachweis virusspezifischer Antikörper gegen Struktur und Nichtstrukturproteine. Liegen ein sicher positiver Antikörpertest unter einem Abstand von mindestens drei Monaten mehrfach negative PCR vor, so kann von einem früheren ausgehaltenen Infektion ausgegangen werden. Eine Leberbiopsie oder eine Lebersonographie können hier zuverlässige Aussagen über das Stadium der Krankheit treffen. Anders als bei anderen Hepatididen sind die Transaminasewerte des Blutes, also GGT, GPT und GOT, häufig von der Schwere bzw. dem Stadium der Erkrankung unabhängig und daher auch kein sicherer Marker für den tatsächlichen Krankheitsverlauf. Die Hepatitis C wird in der Akutphase aufgrund des meist symptomlosen oder symptomarmen Verlaufs oftmals nicht diagnostiziert. Mögliche Beschwerden nach einer Inkubationszeit von 20 bis 60 Tagen sind Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Appetitlosigkeit, Gelenkschmerzen, ein Druck oder Spannungsgefühl im rechten Oberbauch, möglicherweise auch ein Gewichtsverlust. Bei einigen Betroffenen kommt es zu einer Gelbsucht. Der Urin kann hier sehr dunkel, der Stuhl lehmfarben sein. Damit wird die Erkrankung in vielen Fällen von Betroffenen gar nicht oder lediglich als vermeintlicher grippaler Infekt wahrgenommen. Die Akutphase geht jedoch in mehr als 70% der Fälle in eine chronische Verlaufsform über. Aufgrund der hohen Virusvariabilität und der wahrscheinlich spezifischen Unterdrückung einer ausreichenden T-Zellantwort des Körpers kommt es zu einer ständigen Vermehrung des Virus und damit zu einer chronischen Infektion. Bleibt die Infektion dann unbehandelt, so führt sie bei ca. einem Viertel der Patienten im Langzeitverlauf nach etwa 20 Jahren zu einer Leberzirrhose. Außerdem besteht ein erhöhtes Risiko für ein Leberzellkarzinom. Eine akute Hepatitis C wurde gemäß der angewandten Standardtherapie nach dreimonatigem Abwarten und weiter bestehendem positiven Befund, ähnlich wie die chronische Hepatitis C, virustatisch behandelt. Alternativ kam auch die sofortige Gabe allein des Interferons über sechs Monate in Betracht. Die mögliche Bandbreite an einsetzbaren Medikamenten ist hier recht umfangreich. In Deutschland ist jede akute Virushepatitis, also auch die akute Hepatitis C, gemäß 6 Infektionsschutzgesetz namentlich meldepflichtig. Dies betrifft den Verdacht einer Erkrankung sowie auch die Erkrankung und den Tod an dieser Infektionskrankheit. Zudem ist auch jeder Nachweis des Hepatitis C-Virus nach 7 IFSG namentlich meldepflichtig.